was ist denn da passiert? Ach, das ist doch der aus dem Knast, oder? Audioprozessor, defekte Audiodaten. Beeinträchtigte Sicht, beschädigter Gedächtnispalast. Okay. Pumpenregulierer, alle Systeme im Energiesparmodus, defekt. Linke und rechte Beinkomponente fehlt, stehen nicht möglich. Beine ersetzen. Rechte Beinkomponente, Zustand funktionsfähig. Ist das nicht der aus dem Knast? Doch, oder? Stimmt, ja, klar. Sorry, die sahen so ein bisschen ähnlich aus. Ach nein, doch, es ist der aus dem Knast. Ist der, der verhört wurde, oder nicht? Doch. Ist doch der. Hey, natürlich doch, den, den wir verhört haben. Das ist doch der von der Villa. Das ist doch der, der bei dem Opa, bei dem Künstler war und dem wir dann verhört haben. Das ist doch der. Okay. Oh shit, dann habe ich das. Oh, danke, Master. Entschuldigung, hatte ich ja voll den Denkfehler. Hatte ich ja voll den Denkfehler, ey. Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Okay. Ja. Ja, Entschuldigung, bin ich halt ehrlich. Alter, das sieht aus wie irgendeinem Endzeitspiel oder so. Was ist denn das? Wo gehst du hin? Okay.
optische pumpenregulierter Audioprozessor. Ihre Energie war inkompatibel. Inkompatibel. Ja, moin! Der rennt einfach so durch die Gegend. Kompatibel, funktionsfähig, geil. Nehmen wir mit. Warte bitte. Bitte tu das nicht. Oh nein. Ich will leben. Danke. Ich kann das nicht. Aber jetzt wird Markus so richtig sexy mit seinen Augen, ja. Nee. Nee, ich kann das nicht. Oh nein, sterbe ich jetzt? Oh nein, ich glaube, ich sterbe. Okay, wenn du nicht mehr leben willst, dann... Okay, vielleicht ist er kompatibel. Mann, dann gib mir doch von ihm die Komponenten. So, das ist die. Danke. Master, wie lange bist du heute noch bei mir? Wollen wir nachher noch mal kurz ein bisschen quatschen? Kompatibel, ja. Die Augen kann ich mitnehmen. Hallo, ich bin ein AK-700 Android. Mein Zweck ist, Ihnen zu dienen. Ja, du dienst mir jetzt. Mein Programm hat eine Anomalie festgestellt. Bitte kontaktieren Sie das Cyberlife Button Center. Okay, schon mal neue Augen. Okay. Oha, blaue und grüne Augen. Holy shit, ist das geil. Oh ja, ich liebe sowas. Ah, okay. Aber kann es sein, dass ich sie töten muss?
Master, kann das sein? Audioprozessor. Geil. Wir können wieder hören. Ja! Okay, ich will die nicht töten, weil sie will ja leben. Okay. Holy shit. Hey, sie will leben. Inkompatibel. Schade. Da ist noch ein Androidenkörper. Kompatibel. Okay, perfekt. Hola! Zustand stabilisiert. Gut, dann kann sie nämlich am Leben bleiben. Self-Repair. Das ist schon extrem geil gemacht, wirklich. Nein, nicht wieder runterrutschen. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Prüfen. Oh, die Augen, ne? Oh, macht er sich jetzt den Ring kaputt? Das muss doch schon im Entwicklungsprozess mit einprogrammiert worden sein. Oder geht das über mein Verständnis hinaus?
Oha! Wie geht sie schneller? Ja, natürlich, aber irgendwie passt das für mich gerade nicht. Aber es ist völlig okay, weil... Ich habe die Vorstellung, dass der das entwickelt hat, bewusst das so gelassen hat. Na, weil ansonsten, ich hätte doch Hürden reingebaut. Meine, die haben ja Hürden, ne, dass sie halt nicht zum Beispiel Menschen angreifen können. Aber sie haben halt die Möglichkeit. Und deswegen, das verstehe ich gerade noch nicht. Ja, Master, natürlich geht es darum. Aber normalerweise, wenn du eine KI entwickeln würdest, würdest du doch wahrscheinlich eingrenzen, oder jedenfalls ist das momentan der Status der Menschheit, eingrenzen, wie weit eine KI gedenken kann. Weißt du, ich meine? So, ja, die haben die Firewall durchbrochen. Das ging aber nur darum, Menschen zu verletzen. Verstehst du? Und da kann ich das verstehen. Aber davor ist ja schon ein Prozess passiert. Und da war keine Firewall durchbrochen. Deswegen habe ich das Gefühl, dass in der Programmierung das gar nicht erst eingesetzt wurde, dass die Leute oder dass die Androids das nicht dürfen, weißt du so? Das ist so mein Gefühl. Keine Ahnung, es fühlt sich so an. Okay, hier gibt's aber nichts weiter. Aber vielleicht denke ich einfach auch zu weit. Das kann natürlich auch sein. Es erklärt sich mir gerade noch nicht so. Wahrscheinlich hast du da halt mehr Ahnung, weil du das Spiel schon durchgespielt hast. Hallo, Amanda. Connor, schön, dich zu sehen. Ja, ich glaube, Master, ich glaube, wir reden gerade aneinander vorbei. Alles gut. Zu finden war nicht einfach. Alles gut. Du hast deine Untersuchung hervorragend geleitet. Aber du wusstest, Abweichler sind instabil. Du hättest vorsichtiger sein sollen. Ich dachte, ich könnte ihn zum Reden bringen. Das war eine Fehleinschätzung. Schon gut. In Zukunft wirst du sicher besser aufpassen. Oh, jetzt kriege ich aber der Unnerfeuer, ey, na toll. Erst machen wir es bei Master nicht richtig, dann bei ihr nicht. Herausfordernd. Was denkst du über den Abweichler? Es gab Anzeichen auf ein Trauma nach Misshandlung durch seinen Besitzer. Als ob sein Originalprogramm vollständig überschrieben worden wäre. Dieser Lieutenant Anderson wurde offiziell für die Abweichlerfälle eingeteilt. Was hältst du von ihm? Ich glaube, er ist reizbar und sozial eingeschränkt. Aber ich glaube auch, dass er ein guter Detective war. Ein interessanter Charakter. Ich glaube, du bist schon viel weiter, als ich es sein kann, Master. Alles gut. Wie möchtest du mit ihm umgehen? Freundschaft. Ich passe mich seiner Persönlichkeit an. Es dient dem Interesse der Untersuchung, dass ich Konflikte vermeide und mich auf seine Verhaltensweise einstelle. Immer mehr Androiden werden zu Abweichlern. Es sind Millionen im Umlauf. Wenn sie instabil werden, sind die Konsequenzen katastrophal. Du bist der fortschrittlichste Prototyp, den CyberLife je gebaut hat. Nein, Master, alles gut. Wenn jemand herausfinden kann, was hier passiert ist, dann du. Zählen Sie auf mich, Amanda. Alles gut. Beeilung, Connor. Die Zeit ist knapp. Hmm.
bann mich bitte 2 Wochen aus dem Chat. Kann ich helfen? Nein, ich bin doch froh, wenn du da bist. Bist du autorisiert? Ja. Lieutenant Anderson ist noch nicht da. Warte doch an seinem Platz. Der Verteidigungsminister Reed von einer nicht hinnehmbaren Brown, aber er ist noch nicht da, also muss es ein Lehrer sein. Collins Anderson war es, ne? Anderson, Lieutenant Anderson. Entschuldigung, wissen Sie, wann Lieutenant Anderson normalerweise kommt? Hängt davon ab, wo er abends so war. Wenn wir Glück haben, kommt er vor 12. Danke. Hi, Schatz. Alles okay? Hör zu. Wie erwartet. Aber da stirbt. Na ja, stimmt, wir waren ja dabei. Ich bin im Büro. Ja, okay. Es wird eine technische Response-Zone für die Übung auftreten. Knights of the Black Death, okay. Interessant. Jimmy's Bar, Holz, Phosphor, okay. Nutze dein Gehirn, nicht deinen Androiden. Androidfreie Zone. Oh, nicht schlecht. Donuts! Ja klar, die dürfen natürlich nicht fehlen. Das ist richtig. Blümchen fehlt auch nicht. Tässchen. Spuren von Koffein. Fehlt noch was, 2 Stück. Nein, halt da. Hundehaare. Er hat einen Hund. Okay. Ach, da kommt er schon, schade. Lieutenant. Oh, Scheiße. Hank! In mein Büro! Gehen Sie mit, Sir. Ich guck, finde noch ein bisschen was über Sie heraus, Sir. Mehr als 50 Festnahmen im ganzen Land. Detroits Gesetzeshüter haben den wachsenden Red-Eyes-Epidemie der Stadt einen massiven Schlag versetzt und etliche namhafte Dealer und Lieferanten hinter Schloss und Riegel gebracht. Es wurden Betäubungsmittel im Wert von $500.000 beschlagnahmt. Detective Hank Anderson, ein junger, aber enorm talentierter Detective, soll maßgeblich am Erfolg dieser Operation beteiligt gewesen sein, deren Planung Monate gedauert hat. Der Polizeichef beschreibt die Arbeit von Detective Anderson und seinen Kollegen als vorbildlich investigative Polizeiarbeit. Okay. Hola! Ja, das freut mich. Das freut mich, mein Guter.
Wie war der Urlaub? Kann ich da jetzt mit hin? Erkunde die Polizeistation. Ah, wir müssen noch weitergehen. Ach, das ist er. Ey, fick dich! Man wird mich zerstören. Ach, tut mir leid. Das wollte ich nicht. Aber ich kann nichts für dich tun. Das glaube ich dir. Ich darf dir aber nicht sagen, was ich gemacht habe. Ich werde sterben. Ach nein. Öffnen die Zelle, schnell! Beeilung! Ach, Scheiße. Ich rufe Cyberlife an. Mach das sauber. Oh nein. Ich habe das Gefühl, alles, was ich heute mache, geht irgendwie schief. Unser Freund, der Plastikdetektiv, ist wieder da. Herzlichen Glückwunsch für letzte Nacht. Sehr beeindruckend. Der Android hätte bestimmt noch geredet, aber du hast's versaut. Hallo, mein Name ist Connor. Einen wie dich habe ich noch nie gesehen. Welches Modell? RK-800. Ich bin ein Prototyp. Ein Prototyp? Androiden-Detective. Also ersetzen uns jetzt Maschinen. Ist das so? Hey, bring mir einen Kaffee, Arschloch. Jetzt mach schon! Tut mir leid. Ich unterstehe lediglich Lieutenant Anderson. Oh. Den machen wir Abführmittel rein. Wäre Hank gestern nicht da gewesen, wärst du mit deinem Ungehorsam nicht durchgekommen. Halt dich von mir fern. Nächstes Mal kommst du nicht so leicht davon. Hilf Androiden ausgestattet. Es werden zwar schon seit einigen Jahren Android-Hilfspolizisten eingesetzt, doch dies wäre das erste Beispiel eines Androiden, der bei Ermittlungen tatsächlich... Und ja. Wir baten CyberLife um einen Kommentar, doch niemand wollte unsere Fragen beantworten. Holen die das hängt, dann gehen wir da nochmal vernünftig hin. OBS-Room, okay. So, aber alles gut, alles mit seiner Zeit. Okay, also das ist auch nichts weiter. Gut, dann gehen wir erstmal wieder zum Lieutenant.
Ist halt echt interessant, wie das irgendwann später mal weitergeht in der Zukunft, ne? Hast du die Proben angeguckt? Ich weiß, sie mögen mich nicht. Das Labor sagt, das Zeug wurde geschnitten. Aber wir werden zusammenarbeiten müssen. Also sollten wir uns arrangieren. Vielleicht ist das eine neue Art von Red Eyes. Wir sind jetzt Partner, da wäre es schön, sich näher kennenzulernen. Ich gehe ihm jetzt richtig auf den Sack. Gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch für mich? Den da benutzt gerade keiner. Er hat irgendwie nicht so Bock auf mich, wenn ich ehrlich bin. Der hat keinen Bock. So, meine Lieben, aber wenn wir das jetzt durch haben, dann mache ich Schluss für heute, ja? Und die Droiden. Es gibt viele Leute, die sich nicht gern mit Androiden umgeben. Ich frage mich, haben sie einen konkreten Grund, warum sie mich nicht mögen? Ja, es gibt einen. Ich glaub, der entsorgt uns noch, wenn wir so weitermachen. Kennen Sie Captain Fowler schon lange? Ja, zu lange. Sie sind Detroit Gears-Fan, nicht? Denton Carter hat gestern 53% der Würfe von der Dreierlinie versenkt. Haben Sie das gesehen? Das Spiel wollte ich mir gestern in der Bar ansehen. Oh. Oh nein! Masterhilfe! Wenn es Dateien über Abweichler ich gibt, fang einfach mit der Arbeit an. Da steht dein Computer. Ich wünsche dir viel Freude. Scheiße. Mann. Ich mache irgendwie gar nichts richtig. Vermisst. Der Kläger berichtet, er habe seinen Androiden wie immer zu Hause gelassen, als er zur Arbeit gegangen sei. Als er zurückkehrte, konnte er den Androiden nirgends finden. Keine Spuren eines Einbruchs ins Apartment. Der Android hat die Wohnung möglicherweise ohne Befehl verlassen. Der Kläger behauptet, er sei von einem Androiden des Modells AV500 Nummer 234-777-821 angegriffen worden, der als Kellner bei der Restaurantkette Fast Corny Dogs in 842 Chamberlain Avenue arbeitete. Der Kläger behauptet, der Android habe ihn unerwartet angesprungen und versucht, den Mann zu erwürgen, bevor er den Ort verließ. Der Android ist immer noch flüchtig. Ja, der mag mich halt echt nicht. Die Klägerin behauptet, von ihrem Androiden AP700 angegriffen worden zu sein. Der Android hat außerdem mehrere Räume des Hauses verwüstet, bevor er geflüchtet ist. Der Manager des Eden Club berichtet vom unerklärlichen Verschwinden seines Sextroiden. Hat wohl jeder mitgehen lassen. Der Android verschwand, nachdem er seinen Kunden zu seinem Haus begleitet hat und ist nie zum Club zurückgekehrt. Tja, da wurde er wohl überzeugt, da zu bleiben, würde ich sagen. 243 Dateien. Die erste von vor 9 Monaten. Alles begann in Detroit und breitete sich im ganzen Land aus. Ein AX400 hat gestern Abend offenbar einen Menschen ermordet. Das könnte ein guter Ansatz für unsere Untersuchung sein.
verstehe, dass Sie persönliche Probleme haben, Lieutenant. Aber Sie müssen nach vorne schauen. Und hey, sprich nicht mit mir, als ob du mich kennst. Ich bin nicht dein Freund und brauche deinen Rat nicht, okay? Mein Auftrag ist diese Mission, Lieutenant. Ich werde nicht darauf warten, bis Sie wieder Lust haben zu arbeiten. Pass auf, Arschloch. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Nein. Aber nervt mich bloß nicht. Nein, 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 nein. Oder ich vergesse mich noch. Lieutenant, es tut mir leid, wenn ich störe. Ich habe Neuigkeiten über den AX-400, der diesen Kerl getötet hat. Er ist wohl im Ravendale-Distrikt. Bin dran. Pepe, mittlerweile habe ich hier noch mit 4 Leuten zu tun. Also, es ist ein bisschen überfordernd gerade im Moment. Auf die Story mit den beiden freue ich mich irgendwie noch am meisten. Tatsächlich. Pass auf Alice auf, lass Alice schlafen. Okay. Das geht nicht tatsächlich, weil ich ja nicht nur privat was noch regle. Es war also kein Albtraum? Nein. Hey, ich wollte dich doch schlafen lassen. Nein, es war kein Albtraum. Egal, was ich sage, es ist falsch. Ich mag gar nichts mehr. Ich sitze jetzt hier einfach ruhig. Wie wär's mit einem schönen warmen Bad? Und dann gehen wir los und besorgen dir was zu essen. Was meinst du? Okay. Ja, sie vertraut uns wieder. Du kannst ja machen, was du willst. Es sind immer irgendwelche Gegenkommentare. Ja, ja. Ja, 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 ja. Denkst du, nur du bist wichtig? Nee, alle 4, die mit mir schreiben, sind wichtig. Oder alle 4 Sachen, die ich gerade mache, sind wichtig. Aber mein volles mein größtes Augenmerk liegt immer auf dem Stream. Oh, ich dachte schon, sie holt sich jetzt auch das Implantat raus. Denk mal weiter. Hä, warum denke ich... Zugriffoptionen, wähle eine neue Haarfarbe aus. Chat, was nehmen wir für eine neue Haarfarbe? Ich würde weiß geil finden, oder? Wollen wir weiß nehmen? Welche Haarfarbe nehmen wir? Rot. Rot geht nicht. Blond, weiß oder schwarz? Pepe hat's begriffen. Ach, Pepe. Also, blond, weiß oder schwarz? Welche Haarfarbe nehmen wir, Chat? Weiß oder schwarz? Blond würde ich nicht nehmen. Weiß. Okay, also 2 Stimmen für... Wir nehmen mal weiß. Oha. Lassen wir weiß oder wollt ihr noch eine andere Farbe probieren? Wir probieren mal schwarz. Nee, wir lassen weiß, oder? Wir lassen weiß. Aber wir können ja blond mal probieren.
Nee, wir bleiben bei Weiß. Weiß ist am coolsten, finde ich. Oh ja, ich wusste es. Krass, wie verändert sie jetzt schon ist, ne? Was so eine neue Frisur und so eine Haarfarbe bewirken können. So bist du viel hübscher. Es ist halt, Dankeschön. Jetzt siehst du wirklich wie ein Mensch aus. Dein Bart ist fertig. Wir gucken ein bisschen Zeichentrick. Warte mal, ist das... Was ist denn das für ein Film? Auf jeden Fall ein Film im Weltall. Die USA haben ihren Androidengesetz bereits 2028 verabschiedet. Doch das kanadische Parlament hat seine Entscheidung, ob Androiden im Land zugelassen werden sollen, erneut vertagt. In der Folge werden Androiden in Kanada immer noch nicht verkauft und haben keinen offiziellen Status im Land. Zwar kurbeln die Androiden das Wirtschaftswachstum der USA weiter enorm an, jedoch führt dies auch zu einer Rekordarbeitslosigkeit. Die Streitigkeiten für und gegen ihre Legalisierung in Kanada dauern an. Doch vorerst bleibt Kanada noch androidenfreie Zone. Okay. Ja, tauchen ist zwar schön, aber... Oh oh. Er soll von seinem Androiden erschossen worden sein, einem AX-400. Der Android ist flüchtig und eine Fahndung wurde eingeleitet. Live für Kanal 16 News, ich bin Joss Douglas. Doof. Du hattest keine Wahl. Er hätte mich ganz bestimmt totgeschlagen. Was machen wir denn jetzt? Wir wissen nicht wohin. Und die Polizei sucht uns jetzt. Hast du noch mehr Familie? Jemanden, der uns helfen kann? Nein. Es gab immer nur Dad. Der Android von gestern gab mir eine Adresse. Und dort würde man uns helfen. Versuchen könnten wir es. Klingt jetzt nicht so, als wenn sie da sehr, begeistert wäre. Es liegt viel hinter uns, Alice. Aber die Zukunft liegt vor uns. Wir stehen das durch. Und bald ist all das nur eine böse Erinnerung. No. Mach dich jetzt fertig.
Ich besorge was zu essen für dich und dann gehen wir los. Okay. Hole Frühstück für Alice. So, guten Tag. Haben Sie nichts anderes zu tun, Gott, als am Computer rumzugödeln hier? Du bist so ein Arsch. Dankeschön, Pepe. Vielen lieben Dank. Lieutenant Anderson, Detroit Police. Wir suchen einen weiblichen Androiden, der gestern den Laden da hinten ausgeraubt hat. Was gesehen? Oh nein. Nein, ich nehme keine Androiden. Haben Sie diese Person schon mal gesehen? Fuck. Ich wusste doch, dass mit ihr was nicht stimmt. Sie kam gestern Nacht. Sie sah völlig normal aus, wissen Sie? Es war nicht zu erkennen. Ist sie noch hier? Ja, nehme ich an. Zimmer 28. Danke. Ben, ja, sie ist immer noch im Auto. Schicken wir. Ach, Mann. Okay. Soll ich das hier absperren? Ich gehe zu ihrem Zimmer. Fuck. Hoffe, das bringt was bei dem Spiel. Ich habe keine Ahnung. Ich hasse dich, Pepe. Ich hasse dich zutiefst. Ich überlege echt, ob du langsam auf die schwarze Liste kommst. Du wartest im Auto. Es wäre besser, wenn ich mitkomme. Hör mal, ich bin die ewigen Widerworte leid. Du bist eine Maschine, also halt deine Klappe und tu, was ich dir sage. Ich möchte nur meine Mission erfüllen. Tut mir leid, wenn sie das aufregt. Du willst nicht als Dose enden? Dann geh mir nicht mehr auf den Sack. Okay, Entschuldigung, Mr. Zipfelmütze. Doch, Pepe, du kannst es gar nicht wieder gut machen. Das ist sehr, sehr schwerwiegend, die Vorwürfe hier. Das ist nicht gut. Ach Quatsch, denkst du? Sie ist weg. Gelange zum Bahnhof. Es geht nicht. Hey. Nein. Wo ist sie hingelaufen? Da lang. Sie sind auf dem Weg zum Bahnhof. Oh Mann, Pepe, jetzt hast du es versaut. Ah. Lauf doch. Ach, Mann. Pepe, wie kann man so ein schönes Spiel verschandeln? Da drüben!
Echt die Krise. Nicht schießen, wir brauchen sie lebendig. Plan ist aufgegangen. Oh verdammt. Wahnsinn. Werden sie nicht. Sie schaffen es nie auf die andere Seite. Das Risiko nicht eingehen. Hey, du bringst dich nur um. Du verfolgst die Karma. Das verdammt. Ich die Krise hier, ich. Ich weiß nicht, wie ich die packen soll. Oh, verdammte Scheiße. Upsi, da ist was kaputt gegangen. Bist du okay? Ich glaube, der ist kaputt. Ich glaube, der ist kaputt gegangen, Chat. Ups. Pepe, du bist still. Das kannst du nie wieder gut machen, was du mir gerade eingebrockt hast.